Bei BMW bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. In 3 Jahren ist auch Schluss mit dem Hinterantrieb für den 1er. Gleichzeitig stirbt so die Kombination aus kompaktem BMW und 6-Zylinder, denn quer passt das 3-Liter-Triebwerk nicht unter die Motorhaube. Optisch versprechen die Münchner, dass sich der nächste 1er von der Beliebigkeit des aktuellen Modells befreien soll. Unabhängig von der Formgebung können wir schon heute deutlich mehr Platz im Innenraum versprechen. Dafür bürgen der quer eingebaute Motor mit 3 oder 4 Zylindern und der Entfall einer Kardanwelle, außer bei den Modellen mit Allradantrieb. Bis auf Weiteres fehlt ein Elektromodell. Stattdessen sollen neue Systeme zur Bremsenergierückgewinnung die CO2-Werte senken. Parallel dazu müssen die in konventioneller Stahlbauweise hergestellten Karosserien weiter abspecken. Die Aerodynamik wird vor allem im Detail modifiziert, und zwar mit Hilfe flächenbündiger Räder, Kameras statt Außenspiegeln und beweglicher Luftleitbleche. Doch damit ist die weiß-blaue Revolution noch nicht zu Ende. Nach heutigem Stand wird auch der 3-türige 1er dem Rotstift zum Opfer fallen. Der Grund: zu schwache Nachfrage. Als Ersatz erweitert das 2er Grand Coupé die Palette der Fronttriebler. Es geht Ende 2019 in Serie. Da die Karosserie konzeptbedingt enger geschnitten ist, bekommt diese Variante einen längeren Radstand als die 1er Basis. Um die geplante Höherpositionierung des Mercedes CLA-Gegners zu unterstreichen, ist das kompakte 4-türige Coupé zunächst nur mit X-Drive Allradantrieb lieferbar.